willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich schon sehr auf das heutige Video, denn ich werde verschiedene Frühstückscafés in München testen. 4 haben wir uns insgesamt vorgenommen. Ich werde das Ganze nicht alleine machen, das wäre ja langweilig, sondern ich habe heute Begleitung. Die werde ich euch dann aber erst zeigen, wenn ich vor Ort bin. Und ja, würde sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg und wir sehen uns dann in München wieder. Und mit wir meine ich die Aline und mich. Und zwar testen wir verschiedene Frühstückscafés in München. Ach, filmst du schon? Weil ich habe das Geräusch nicht gehört. Achso, warte, ich mach nochmal. Wir schauen jetzt mal, was es hier gibt. Hier, das erste gefällt uns doch schon mal. Herkunft und Nachhaltigkeit. Wir finden, es ist wichtig, woher unser Essen kommt. Das gefällt uns sehr gut. Aber wir wollen hier auch keine Werbung machen. Wir wollen nur testen. Jetzt mal erstmal was zu trinken. Ja, schenkt uns mal was ein. Wasser muss sein bei den Temperaturen. Und immer diese kleinen Gläschen. Ja. Ich hab doch geduscht. Aber immerhin gibt's Wasser. Also, wir sind jetzt bei unserem ersten Stopp, Poppo Pharma. Wir haben uns auch gerade schon die Speisekarte angeschaut. Ich habe erstmal einen ganz klassischen Kaffee genommen mit Hafermilch. Und das hier ist die Frühstückskarte. Relativ übersichtlich, was ich aber immer gar nicht so schlecht finde, weil wenn man so 4 Seiten hat, wo man irgendwie sich die Speisen auswählen muss, das dauert halt immer ein bisschen. Und wir haben uns jetzt entschieden für Banana Bread, Avo on Toast und Granola. Also, unsere Bestellung ist jetzt angekommen und ich fange mal mit dem Herzhaften an, und zwar mit dem Avocado on Toast mit einem Poached Egg ist das, gell? Man kann es aber auch ohne Poached Egg nehmen. Man kann es nicht schneiden. Also es geht auch als vegane Option. Ja. Und eben glutenfreies Brot. Genau. Kann man alles auswählen. Marcel Schmidt. Er ist gerade in den letzten Zügen seiner Break-Arbeit. Ist gut. Siehst du das Brot? So, wir haben jetzt eigentlich alle 3 probiert. Ich habe das Banana Bread alleine probieren müssen, leider, weil es nicht glutenfrei ist. Und Aline verträgt kein Gluten. Leider nicht. Und auch das Granola war auch sehr lecker. Allerdings haben wir uns jetzt zusammengerissen und machen jetzt hier eine Pause, damit wir noch genug Platz haben für die nächsten Locations. Aber wir werden uns das einpacken lassen und haben dann Proviant für später oder für morgen. Ich glaube, unsere Freunde freuen sich. Genau. Und dann ging es weiter zu unserem zweiten Stopp, Wagners Juicery. Und da habe ich mich jetzt für ein Voice-Over entschieden, weil ganz schön viel los war und es dementsprechend auch relativ laut war und wir saßen drinnen. Und ich dachte mir, dann ist es vielleicht angenehmer, wenn ich ein Voice-Over mache. Wir haben uns auch hier wieder für ein Avocado-Brot und ein Banana-Bread entschieden, weil wir uns dachten, dann kann man das Ganze auch einfach besser vergleichen, wenn wir ungefähr gleiche Speisen wählen, soweit es möglich ist, und noch eine Acai-Bowl. Optisch war das auf jeden Fall richtig schön angerichtet. Wartet mal, bis ich euch gleich noch die Acai-Bowl zeige. Die war echt super schön hergerichtet. Also das fand ich echt sehr, sehr schön, wie die Acai-Bowl hergerichtet war. Zum Geschmack folgt gleich noch ein ehrliches Fazit im Anschluss. Und das Banana Bread war definitiv auch sehr, sehr lecker. Super saftig, super, super fluffig. Allerdings glaube ich nicht so healthy, aber geschmacklich eben sehr gut. Thank you.
Wir sind jetzt auf dem Weg zu Emmys Kitchen und schaut mal, wir haben hier wieder was eingepackt, weil wir haben nicht alles gegessen. Also von der Acai Bowl haben wir kaum was gegessen, weil die uns nicht geschmeckt hat. Und ich weiß auch nicht, ob ich... So hart. Nein, also ich finde sie sehr süß und ich hatte schon oft Acai Bowls in anderen Cafés. Ja. Und ich hatte jetzt lange keine mehr, aber ich habe sie ganz anders in Erinnerung. Also sie hat wirklich so süß geschmeckt, dass es nicht nur Süße durch die Früchte sein kann. Ja, und ich habe auch gehört, ich darf nicht sagen von wem, aber ich habe gehört, dass sie anscheinend auch Zucker reinmachen, um die günstiger zu machen. Das merkt man. Also sie hat schon extrem süß geschmeckt. Jetzt nicht so, dass man sagt, ich kann sie nicht aufessen. Wir wollen uns halt Platz lassen für die Station. Ja, aber das stimmt. Also es ist nicht so, dass man sie jetzt wegstehen lassen muss. Das wäre jetzt nicht meine liebste Acai. Aber ich glaube, die Männer werden sich freuen. Genau. Wir haben jetzt hier alles eingepackt, auch von Poppy Pharma ist noch alles drin. Wird auf jeden Fall verwertet. Und jetzt laufen wir zu Emmys Kitchen. Das ist jetzt hier unser Last Stop, das ist Emmys Kitchen. So, wir sind jetzt bei der dritten Station, Emmys Kitchen, und haben hier einmal Scrambled Tofu. Das hatte ich noch nie, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ich habe es auch noch nicht getestet, mache ich gleich. Glutenfreies Brot, das ist, glaube ich, Obert-Style. Eventuell auch vegan, gell? Vegan, genau, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Dann so ein Coconut Milk Rice, das habe ich unscharf gestellt, und noch Avocado-Creme. Also, ich mache mir jetzt mal ein Brot mit der Avocado-Creme und ein bisschen von dem Scrambled Tofu. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich kein Oberster-Fan und hier diese vegane Variante schmeckt mir deutlich besser als das Original. Und das hier ist der Coconut Milch Rice. Da hat die Aileen schon einiges probiert, scheint also zu schmecken. Sorry, wollt ihr noch was übrig lassen? Auch mal. So, wir sind jetzt hier in einem Innenhof, um unser Fazit euch mitzuteilen und das Ende des Videos. Und fangen mit der ersten Station mal an. Genau. Erste Station war Poppy Pharma. Mhm. Hat uns gut geschmeckt. Es gab auch eine schöne Auswahl an Speisen. Also da ist für jeden was dabei, glaube ich. Ja, und was und ich cool finde, dass du alles glutenfrei auch machen konntest. Also es gab glutenfreie Optionen. Und die schreiben auch hin, woher die Sachen sind. Also zum Beispiel, die schreiben genau hin, woher das Ei ist, woher irgendwie die Milchprodukte sind. Das finde ich ganz gut, gerade wenn man da darauf achtet. Ja. Und das machen wir. Kurze Frage, wo schaust du hin? Du musst ich da reinschauen. In die Kamera. Ja, ich schaue in die Kamera. Okay, und insgesamt, wir hatten ja jetzt 3 Locations, wäre Poppy Pharma unser Platz Nummer zwei. Man sitzt auch tatsächlich so ein bisschen, also wir saßen hier draußen, so ein bisschen an der Straße, also es ist nicht ganz so ruhig. Genau. Also schon schön, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt. Oftmals geht das ja gar nicht. Oder man sitzt so am Gehsteig und alle laufen direkt an dir vorbei. Ja, da konnte man schon ganz gut sitzen, aber halt lauter wegen Tram, Bus, ja, Krankenwagen. Ich glaube, alles alles an uns vorbeigedüst. Dann war unsere zweite Station, Wagners. Da ist es halt sehr voll. Ist aber sehr so ein unruhig. Voll der Place to be. Also genau. Also super viele, es ist super voll, super viele Leute. Und das merkt man halt auch. Ja. Also es ist schon schön, schöne Lage, direkt auch an der Isar. Man kann schön draußen sitzen, schön drin sitzen, aber es ist halt immer ein bisschen unruhig, auch eher voll. Das heißt, man muss Glück haben, um Platz zu bekommen. Ja. Die Speisekarte hat mir auch sehr gut gefallen und auch das, was wir bestellt haben. Da haben wir auch wieder Avocado-Toast, Acai-Bowl haben wir da bestellt. Die gab es bei den anderen gar nicht. Genau, und das Banana-Bread. Was aber nur ich probieren konnte, weil es nicht glutenfrei war, aber es war auf jeden Fall auch alles lecker. Bei der Acai Bowl müssen wir sagen, die war uns etwas zu süß. Ja, haben wir auch schon gesagt, da hat uns
jemand verraten, dass da noch ein bisschen Zucker hinzugefügt wird. Und das hat man definitiv geschmeckt. Ja, also da schmeckt man, dass es nicht nur Beeren und Bananen. Also ich muss sagen, das andere war noch so ein bisschen gesünder, sag ich mal so. Also die achten schon noch mehr auf die Zutaten jetzt, gerade Poppy Farmer. Genau. Und aber Emmys Kitchen, unsere dritte Station, die auch, die haben uns ja auch eingeladen. Genau, Emmys Kitchen, dritte Station und unser Favorit. Platz 1. Nummer 1. Genau. Weil die einfach auch einen super süßen Innenhof haben. Also wir sind schon reingekommen und waren so, oh wow, weil es irgendwie auch so grün ist und man hat das Gefühl, man sitzt irgendwie, ja, so super idyllisch im Grünen. Die waren super lieb dort auch. Ja. Richtig lieb, richtig schöne Location. Das Essen war auch gut. Und da ist halt alles vegan und auch alles glutenfrei. Möglich auch glutenfrei, oder? So hatte ich glaube, sie hat, wir haben dann nochmal gefragt und sie meinte, grundsätzlich ist alles, oder? Ich glaube, du kannst grundsätzlich alles glutenfrei machen, weil sie hat ein glutenfreies Brot auch und ich glaube, du hättest auch das normale Brot nehmen können. Ach so, okay. So habe ich es verstanden. Aber auf jeden Fall ist es für die alle Möglichkeit dabei. Besteht. Genau. Genau, und das war auch sehr lecker. Ja. Also ich hatte davor noch nie so ein Scrambled Tofu Egg. Ich schon einmal. Aber schon Ewigkeiten her. Und aber es war gut. War gut. Muss man natürlich wahrscheinlich gut würzen, das ist so die Hauptsache, aber auf jeden Fall lecker. Vor allem der Coconut Milk Rice Pudding. Oh ja, der hat mir sehr gut geschmeckt, den fand ich mega lecker. Ja. Also ich fand, das war auch mal was anderes, weil so Acai Bowl, stimmt, das, war das würde ich mir zum Beispiel selber zu Hause nicht machen. Nee. Und so Acai Bowl mache ich mir schon oft selbst oder so ein Granola sowieso. Mhm. Also, so Sachen schon, aber ja. Genau, das ist unser Fazit. Genau, was wir jetzt noch sagen und fragen wollen, uns hat das Video gut gefallen, wir hoffen euch natürlich auch. Und wir hätten Lust, das nochmal zu machen und dann aber vielleicht mit Lunch Bowls, also dass wir verschiedene Bowl-Locations in München testen. Und da dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und auch, ob ihr irgendwie Vorschläge für Restaurants oder eben so Cafés habt. Delis. Genau. Und falls ihr auch andere Ideen habt, auch gerne unten in die Kommentare rein, falls ihr noch was anderes testen sollt. Genau, darüber würden wir uns freuen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne unsere Kanäle. Abonniert dem Video einen Daumen da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.